Ja, den vergebe ich doch für das Jahr jetzt noch nicht. Da will ich jetzt eigentlich keinen Quartalspreis draus machen. Oh, moin Kölner. Wer will als erstes? Tippi. Kann nur Auto fahren, du Frau. Du. Frau 2020! Jetzt setzt das, mein Freund, im Gas. Er hat doch sowieso schon den Man-Boobs 2020 und 2019 und 2018 und. Ey, Timo, du hast ein Hai verloren. Hi. Geh mal wieder Shark, sagt der Abstand. Da liegen Reifen auf der Straße. Wer macht sowas? Das sind Sharks. Ein nettes Mal Liebe von Sauna. Geh weg! Ja. Da fliegen Reifen vorne. Das seid ihr wahrscheinlich. Wir haben gekuschelt. Wir haben uns halt gern, ja. Nicht so wie du. Du hast dich nicht gern. Beste Runde. Nimm dich nicht 2020. Ich gebe dir keiner 20. Habt ihr das mitgekriegt? Ich bin ja gerade im Preisverleihungsstuber, da informiere ich mich ja auch über die Konkurrenz. Und dass der Typ, der die Verantwortung für den Semper Opernball, ich bin jetzt mein Controller nicht, für den Semper Opernball trägt, irgendeinem ägyptischen Premier einen St. George Orden für Arbeit für die Menschheit verliehen hat, während er 40.000 politische Gefangene hat. Es gibt den Gaddafi-Preis für Menschenrechte. Und der verleiht dem. Nein. Der hat viel für die Menschen getan. Der hat sie eingesperrt. Ja, und damit vor dem Elend auf die Straßen bewahrt. Henne, das Beste ist immer noch der Gaddafi-Preis für Menschenrechte. Dann gehen wir selber verliehen, die Folge. Nein, dieser Award wird dir nicht verliehen. Das ist viel witziger. Oh, jetzt eigentlich mal gucken, wer ist denn da wieder. Wieso geht jetzt mein Controller nicht? Dieser Controller geht, ist Cash da. Super. Boah, ich kann gerade gar nicht fahren, ey. Ja, bei mir geht's gerade. Er kann gerade nicht gerade fahren. Er kann gerade nicht fahren, aber die Kurven nimmt er richtig. Ja, toll. Neustart, ne? Ja, super. Geht ja so schnell bei dem Spiel. Der Fotze gehört. Ja. Ekelhaft. Fotze, bist du keine Fotze. Ekelhaft. Fotze sich. Henne ist online. Diese Kurve hier, die ist so zum Kotzen. Vamos a la playa. Ja, die auch. Dicke Eier. Ja, die hab ich so. Oh, wer immer hinter mir auf dem zweiten ist, der findet diese Kurve auch zum Kotzen. Aber hast du es gesehen? Der Move hat den Stil. Ja, den Move habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie dein Punkt auf der Strecke links außerhalb der Strecke kurz stillstand. Ja, ich habe da mal kurz so die Texte über die Bande gemacht. Oh, Pippin, ich sehe gerade, dass wir beide Tommy Schmidt folgen. Alter! Dass du ein Bild von ihm geliked hast, gerade das mit den E-Rollern. Ja. Mega, ey. Liegen drei so E-Scooter auf dem Boden, einer steht neben dran, wenn du nüchtern spielst, du spielst zur Party nachkommst. Ja, der Tommy Schmidt und der Herr Lobrecht haben mit geilem gewischten Sack etwas sehr Gutes aufgezogen. Ja, ich höre auch jede Woche. Mega geiler Shit. Ja, ich habe leider kein Spotify, jetzt ist das Ding auf YouTube. Du brauchst kein Spotify Premium, gratis Account rein. Ja, also ein paar Probleme damit. Oh mein Gott, wen hast du bei Spotify verprügelt? Ich hab mir irgendwann mal einen Account erstellt, hab dann mein Passwort natürlich vergessen. Hab dann Passwort vergessen gemacht und wenn ich das mache, steht dann da immer, es gibt keinen Account unter dieser E-Mail-Adresse. Wenn ich aber einen Account erstellen will, gibt es bereits einen Account unter dieser E-Mail-Adresse. Dann nimm doch einfach eine andere E-Mail-Adresse. Ich hab nur eine. Hast du ein Android-Handy? Achso, ich habe eine Google-E-Mail-Adresse. Tada! Ich nicht. Vamos alle. Ja, ich habe auch. Regierung. Ich nicht Award oder was? Nein, ich wollte nur sagen, ich habe auch ein Android-Handy und habe trotzdem keine Google-Adresse. Also, eine Google-E-Mail-Adresse müsstest du doch haben. Nö, ich habe einfach meine eigene genommen, die ich schon hatte. Er hat einen YouTube-Account. Ich habe keine Google-Adresse. Ja. Brauche ich auch. Ich brauche auch keine Google-Adresse, nur weil ich einen YouTube-Kanal habe.
Das kann man auch mit der normalen eigenen E-Mail-Adresse machen, die man sowieso schon hat. Was ist das hier? Ah, das ist Rumble. Außerdem nicht wundern, dass du kein Geld für deine Videos kriegst. Du bist ja nicht registriert. Ich bin registriert. Der hat kein bisschen Schaden gemacht, aber er hat es. Ich wollte. Jetzt nerv mich nicht, ich wollte gerade gucken, ob ich oben aus der Map rausspringen kann. Nee, kannst du nicht. Ja, hast du auch gerade probiert. Du kannst so schön mit Schwung hier senkrecht hochfahren und gucken, ob. Aber du. Und dann ist da so ein verfickter Zaun. Du bist schön, aber dafür ganz blöd. Ja, das mit dem Zaun, das haben die echt blöd gelöst. Kann ich aber kein wenigstens zugucken schon. Oh, ich wollte den Timo erwischen. Martin ist dabei, Auf Timo ist ein Hai, düm. Ich hab den Lied schon selber fertig gemacht und drehe ihn rausfahren. Ich gehe gerne aufs Klo und schreie dann schon ran. Wow! Hab dich! Schön, aber dafür ganz blöd. Martin, wenn ich keine Autos rammen kann, nehme ich wenigstens die Fässer mit. Voll viel jetzt weiß benutzt, ey. Ja, komm, wenn ich da haben wir auch meine Ruhe. Martin, nimm mal schön. Den Gliedler Blödlauf. Wie er als nur auf den Pippin geht, die feige Ratte. Ja, der Pippin ist ganz nett am Handy, ja, aber soll man da machen, Alter. Das ist beim Timo immer so. Der sucht sich am den Steuer, aus, der sowieso schon fast im Arsch ist, nur um ihn dann am Ende ich zu finden. Ich hab ihn die ganze Zeit bearbeitet. Ja, ist klar. Und ich sehe aber keinen Ladebalken. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ist aber egal. Ja. Zusammenhanglosigkeitspreis 20 zu 1! Ich hab mir Wohnmobil gekauft! Zusammenhanglosigkeitspreis! Allein für das Verteilen des Zusammenhanglosigkeitspreis kriegst du selber schon einen. Ja, ich weiß. Autokuschelpreis. Ja, jetzt spielt rum, wo ich mit 45, dass ich auch ja nicht mehr mitfahren kann. Arschkipp. Das war ein Bittchen. Bling. Bling. Den Charming. Bling. Na, das ist geil, das ist ein Fuß, wenn man sieht, ich sehe normal nicht so, dass ich schließe, ich glaube, auch noch vorbei. Critical Damage. Da nehme ich kurz aus dem Konzept gebracht, aber ich bin ja unzerstörbar. Du hast doch nichts mehr, jetzt stirb. Stirb bitte. Ja, jetzt hat er mich. Das hat dich aber doch ganz schön runtergekriegt. Zack.
Ich habe 190 Gramm ausgeschieden. Nee, da gibt's keine Worte. War das eine Rollig? Eine Rolli. Oh, schön. Ah, geil. Was soll daran schön sein? Party Map. Ach so. Ach, das meinst du? Ich mag Bananen. Bananapreis. Bananapreis. Wir können doch schon mal überlegen, wo wir jetzt hier sowieso nur sinnlos im Kreis fahren. Ne? Wenn Keiji gleich da ist, dann können wir doch eigentlich schon direkt eine Lösung parat haben, was wir dann machen. Die Seed, würde ich sagen, oder? Ja, aber ihr geht halt nicht so viel. Die Seed. Aber ja, die Depp. Sieht auf jeden Fall gut aus. Richard geht noch bei ihr vielleicht. Depp geht bei ihr nicht, oder? Doch. War sehr lustig echt? Beim letzten Mal. Ja, war schon spät. Ja gut, aber ist der eine heiser, ist auch blöd. Hi. Eine Heiserheit. Martin und ich sind high. Traditionshaie. Ja. Was tust du da, Pippi? Was tust du da, Martin? Was? Das ist Pippi. Verpiss dich! Das ist Martin! Danke fürs Zurückdrehen! Danke fürs am Arsch, Leute! Diese sind ein Hurensohn! Das würde ich jetzt so nicht sagen. Jetzt ist der Limo ganz schön schnell. Weiß nicht warum. Vielleicht ist Koffein der Vielleicht Limo. Genau das wollte ich gerade sagen. Ganz schön ähnlich. Ich bin gegen die Wand gefahren, aber ich war schneller. Genau den gleichen Gedanken. Wow, ich habe gerade einen Grafikbug. Bei mir ist die Seite vom Auto eingedrückt und damit auf die Scheibe. Der Kopf von meinem Fahrer schien. Ich hab verfehlt. Müssen die Limo zerstören. Dementos. Dementos, Junge. Oh, das war knapp. Ah! Oh, da könnte ich nichts gesehen, ja, aber ich bin bildbar. Oh, da kommt ein Hände von der Seite. Hä? Nee. Nicht. Hände von hinten? Hände von hinten? Oh! Oh la la, da hab ich ja. Upsa, Wand. Hendrik, sagt mal jemand. Da war eine Wand, Mann. Hi, Timo. Hi. Kenntnis-Talk mit Händen. Durch eine Wand kommen sie nicht durch. Hi. Hallo, Timo. Oh, verdammt. Das sind ja 8 Runden, holy shit. Hi! Das ganze davon. 3 Fehler von ihm. Ich brauche keine Bilder, ich glaube, das war selbst gut. Oh, da habe ich ein bisschen Zeit verloren. Kuppel, das kostet mich jetzt total die Zeit. Ich fahre genauso schnell wie ich die ganze Zeit. Ah, ja, die scheiße Limo. So habe ich auch. Das ist echt gut getuned sein. Das ist der Koffeinboost. Ich glaube, der beschießt. Ich hab das Gefühl, du hast ein bisschen aufgeholt. Ja, ich bin näher dran, aber minimal. Ach, der die Limo von Minimal, ja, die ist aber auch extra günstig. Ja. Minimal, Traditionsunternehmen. Traditionsunternehmenspreis. Ich bin mir sicher, der hat einfach Mentos im Tank geworfen, damit extra Boost. Nee. Einfach. Er hängt ihm hinten an der Stoßstange, das hätte doch geschmeckt! Ja, ich hab dich gesehen. Der Zetterschock-Typ. Der Zetterschock-Typ 2020, meine Damen und Herren. Ach, Kacke! Schreibt mir mal jemand, das am Preis hat. Rudimentär ist beigetreten. Rudi,
Der hat seinen Mentor. Schön. Wo die Mentors? Preis Q1. Ja, Rolli, jetzt hab ich's. Nee, er führt immer mit. Ja, ganz, ganz knapp an ihn dran. Wenn er jetzt kurbelt, dann hau ich ihn rein. Wenn er nicht nimmt? Ja, er muss sie richtig nehmen, das ist der Alter, Punkt. Alter, was geht da ab? Der kam genauso in den Kreisen, dass er mir unter den Arsch gefahren ist beim Rausfahren und mich hinten einmal hochgelupft hat. Finde ich gut. Das Lauf stand nach hinten, das macht's entspannt. Mein Auto hing so komisch, was. Bremsampel wieder. Gleich, der ist hinter dir. Ist irgendwie aus noch. Ja. Nicht mich. Ach, du warst das? Nein. Illegale Teaming wird direkt bestraft. Der Henne hängt mir ziemlich knapp am Arsch. Wuff, wuff. Bananaman! Ich momentan mit meinen Kurven hier ein bisschen Stress hab. Ja, mein Auto die geht. Ist aber die andere. Die stehen auf Kurven. Was ist das für eine Gurke da vorne? Genau die Gurke. Die sind doch so leer. Netter Versuch, Befehl, aber glaubst du nicht, dass ich irgendwie jemand ausweichen kann, der im Tritt der Bogen nicht zufährt? Ey, ich fahr immerhin 40 km/h. Der Tempo also. Jedenfalls fahr ich das immer in der Fußgängerzone. Verdammt. Also muss ich. Nein! All wie viele Leute kommen denn jetzt da rein und wollen uns belästigen? Am Ende noch untergebaut, ich glaube. Tschüss, Pippin. Voilà. Danke, Pippi, nochmal Punkte. Ja. Rausgedreht, den Hurensohn. Naja, zumindest meinen dritten stabil gehalten. Das ist gut, die dritten stabil halten. Ich habe die schnellste Rundenzeit. Aber der hat auch eine echt gute Rundenzeit die ganze Zeit gehabt. Du brauchst ja die vierten noch. Mhm. Ja, ich hatte sogar die schlechteste Rundenzeit. Die schlechteste Beste. Da hat er recht. Ja, aber siehst du mal, dein Auto ist auch um einiges schlechter und jetzt trotzdem so eine gute Rundenzeit. Ich hatte die schlechteste, beste Rundenzeit. Ja, aber. Da hat er recht. Weißt du, was du meinst? Nee. Pippin, das sind alle im Ziel, du kannst aufhören zu parken. Ich fahr mal im Auto. Auto, du kannst aufhören zu parken. Pippins Auto, sonst wissen wir gar nicht, welches gemeint ist. Achso, Pippins Auto. Voll Idiot. Level 26. Alter, die zweitbeste Rundenzeit. Mann. Und definierte Aussage an ein Auto gerichtet, Preis 2020 Q1. Wir haben zu viele Menschen. Naja. Wow. RKW 1. Einfach wow, 4. 2020 Q1. So. Ah. Upsa. Alter, Drogen einschmeißen und als Breitsetzen. Jetzt sind wir hier. Also für den gemütlichen Mittwochabend sind wir mit verwegen zu viele Leute. Alter. Was ist denn mit Catchy jetzt? Wir wollen hier raus. Hilfe. Der eine fährt einen Schulbus. Oh, das wird lustig. Was, der Bananaman? Verlassen Banana, mich. Banana in Pyjama, na 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 na. Wicke, 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 wicke. Banana, was war das? Wicked gab's damals noch gar nicht. Ach so. Hendrik, sag's mal jemand! Ja, alle Haie oben drauf, es geht nicht. Erster, nicht mehr Erster, selber, aber es war kurz cool. Er schubst den hier hinten schon. Dann drehen wir den ersten noch raus. Und den zweiten in die Wand geschoben. So! Da hat sich jemand rausgedreht mit Hai auf dem Dach. Ja. Es gibt so viele, das könnte jeder sein. Das war ein blaues Auto mit Hai auf dem Dach. Ja, ich Hi. Wurde rausgedreht. Auf dem Dach? Wow! Reicht das, Timo? Irgendwann habe ich es richtig gehört. Wie es war? Wenn du es warst. Oh, ich hab mal drei ey, du Duffman, park doch nicht vor meiner Nase! Der parkt hier einfach! Du hab Atmer! Ich hab geschoben gerade! Schön! Da lag ein Punkt rausgedreht! Boah, ist der Schock, ist hab ich wieder massenweise Plätze verloren, weil einer zu blöd zum Fahren ist. Und einfach vor mir parkt!
Ist wieder hey, Atmer, der parkt auch immer alles kaputt. Morgen steht einer, der heißt Ubi. Ich will's nicht. Ich auch nicht. Ich mach keine Bauhauswerbung, habe ich mich irgendwann mal für entschieden. Vertrag ist auch irgendwo festgelegt. Ich mach ja viel Scheiß, habe ich gesagt, Vertrag nicht, aber Bauhauswerbung. Ja, natürlich hat das gereicht, ach, dass ich aufs Recht habe. Weißt du, kann selber nichts, fährt ha. Nur raus und schiebt mich dann mit. Dieser angewichste Hurensohn. Ja, so fahren die gerade alle. Dieses Jahres 2020 Uhr. Danke. KW4. Hallo. Oh, Kechi 2020. Was? Einfach nicht mund lachen. Wir sind gerade Preise okay. Drüber. Also alles viele, wie immer. Wir haben schon ganz viele Preise verteilt. Ja, Martin hat der kürzeste Verwirrung 2020 Q1 TT. Ja. Kim hat den Kriegsgeschichten-Award 2020 Q1. Und Pippin hat Pimmelix das Auto 2020. Q1 ist weggelassen, das tut das ganze Jahr sind. Okay. Und ich? Du bist Cashy. Komm. Beste Cashy 2020 Q1. Geil. Gerade erst gekommen. Q1! Gerade erst gekommen. Q1! Ja, im nächsten Quartal muss sie sich ihren Preis nochmal neu verdienen. Das kann immer sein, dass eine bessere Cashy kommt. Ist klar. Ey, she can try. Kann man sagen. Wie? Sie hat mir gerade gesagt, ich soll das Hühnchen probieren. Okay. Übrigens, das so, Cash, das glaubst du nicht. Wir haben hier eine Katja kennengelernt, die nennt sich auch Cash. Einfach so eine Faust aus dem... Komm doch her, Mensch! Die würde ich eigentlich gern kennenlernen. Ja, das ist ja noch so schlimm, du hast ja noch Spaß daran. Ja. Du wirst wahrscheinlich mit ihr schlafen. Wenn sie gut aussieht. Wenn sie aus dem ausgibt, auf jeden Fall tanzen. Bin vergeben. Ich hab gesagt tanzen! Ja, das geht. Wenn sie was bringt, dann ist auf jeden Fall tanzen, hab ich gesagt. Da liege ich ja wohl goldrichtig. Ja, das ist schon. So, also es geht heute. Die Seed geht gleich mit dir. Ich hab ja immer noch Bock auf Black Wake, aber ich liebe dieses Spiel. Wegen den Schiffen oder wegen den Piraten? Oder wegen dem sympathischen Kapitän 2020 Q1? Wegen dem sympathischen Kapitän 2020 Q1. Oh, weißt du, da beim Arsch dran. Nicht der sympathische Kapitän. Ich hab's ja eh schon gehört. Ja, aber das ist ja. Du schon vor fürs nächste Jahr. Nee, das ist Schulkuss. Ja, die Sheet habe ich Bock. Eigentlich habe ich auf alles Bock, außer Golfit. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Du warst so gut beim letzten Mal. Nein, ich hab verloren. Du kriegst den Erkenntnis-Award. 2020 Q1? Da steht ein Schulbus. Ey, da parkt einer unter dem Schulbus. Irgendwann habe ich wieder. Ach je, das war nämlich die Säge mit. Ja, ich habe sie erst einmal gespielt. Ja, aber weißt du, was du instant wieder hast, nachdem du kurz Bock hattest? Kein Bock mehr. Naja, mal gucken. Und Death würde ich auch nochmal gerne spielen. Der ist echt auf Krawall gebürstet, der Kerl. Ich gehe mal raus hier. Hat ihm aber nichts geholfen. Das habe ich mir angeguckt, fand ich scheiße. Ich möchte das einfach mal pauschal und auf einer gewissen Faktenbasis auch beurteilen. Fand Timo ich kacke. Timo hat angefangen zu weinen. Angefangen. Auf der Badellite habe ich auch immer noch Bock, aber ich hatte kein Geld mehr. Auf was bitte? Auf der Badellite habe ich auch immer noch Bock, aber ich hatte kein Geld mehr. Lohnt sich nicht. Doch, lohnt sich. Ich liebe dieses Spiel. Ich nicht, weil wir die meisten nicht mehr installiert haben. Ja, das war schon. Ich spiele es eh auf der PlayStation, also passt.